So ein klassisches Liegevideo. Diesmal wieder auf Deutsch, ist momentan so gemischt auf dem Kanal. Weil ich bin ja jetzt seit Frühling in Irland. Ich mache jetzt eine Mischung aus Powerlifting, Strongman, ist noch relativ undefiniert, sag ich mal so. Auf jeden Fall ist mir jetzt eine Sache gerade aufgefallen, dass ich schon so eine Art, wie heißt das? Doch, falsches Dokument. Cushing-Syndrom habe. Was hervorgerufen wird durch zu viel Stress und dadurch eine sehr hohe Cortisolproduktion, also einen sehr hohen Cortisolspiegel. Und das habe ich, also die Symptome, die habe ich fast alle. Zum Beispiel rote Dehnungsstreifen. Und das habe ich nicht, weil ich jetzt irgendwie viel Gewicht an den Stellen an der Hüfte irgendwie zugenommen hätte in kurzer Zeit. Das habe ich oft in Phasen, Lebensphasen gekriegt, wo ich extrem viel Stress hatte. Eine schlechte Wundheilung. Ich habe zum Beispiel, die Hunde haben mich mit ihren Kragen gekratzt vor anderthalb Monaten, ist immer noch nicht geheilt. Das ist das Gegenteil von dem, wie ich das hatte, als ich Rohkost gemacht hatte oder als ich frutarisch war. Da hatte ich, weiß ich nicht, da konnte ich halt sogar, wenn ich den Ofen auf 200 Grad hatte, hab da, als Rohkost hatte ich es ja nicht auf 200 Grad, aber testweise. Und der halt da so richtig heiß war, 20 Minuten lang. Dann konnte ich ihn einfach anfassen und es hat nicht mal eine Wunde gegeben. So krass war das als Rohköstler und Frutarier. Jetzt habe ich quasi das Umgekehrte. Und Akne ist auch ein Teil davon. Das habe ich am Trizeps und an den Oberarmen ganz stark, sonst nirgendwo. Also weder Gesicht noch Rücken noch sonst was. Oberarme und Trizeps. Buffalo Hump, das ist hinten so, wie heißt das? So wie der Glöckner von Notre Dame, so ähnlich, nur jetzt nicht so übertrieben krass oder so. Gab es auch einen Teil des Syndroms. Hängender Unterbauch, ja, ist jetzt nicht extrem oder so, aber deutet sich schon an. Und halt auch Weight Gain, also ich merke halt, wenn ich deutlich weniger hart trainiere und weniger trainiere, dass ich dann abnehme. Und auch weil ich halt so viel trainiere, und deswegen so einen hohen Stresslevel habe, hat mein Körper gar keine Ressourcen, gar keine Zeit, abzunehmen, was er eigentlich will und auch könnte vom Stoffwechsel her durch die Trainingsreize, die ich setze. Aber ich nehme weiter zu, weil einfach nie so wirklich Regeneration da ist und nie wirklich Ruhe, nicht genug Ruhe da ist. Ausdünnendes Haar, das habe ich halt auch seit Anfang des Jahres ganz stark oder auch davor. Also meine Haare sind auch deutlich kürzer geworden. Und auch die Barthaare ist auch dünner geworden. Und das hängt aber nicht nur mit dem vielen Training zusammen, sondern der Hauptgrund ist tatsächlich Koffeinsucht bei mir momentan. Also die Koffeinsucht geht bei mir sehr weit zurück. Das hat in der Schule angefangen als 16-, 17-Jähriger, genau in der Oberstufe, und das war dann einfach so krass stressig, nicht das, was gelehrt wurde, sondern einfach die Situation an sich. Weil der Lehrstoff, der war total einfach, aber weil ich halt eine Neurodivergenz habe oder mehrere, es passt einfach nicht zu meiner Lernweise und zu der Art, wie mein Gehirn funktioniert. Ich konnte zum Glück dann halt Abitur machen, ohne dafür zu lernen. Also einen Abend davor, ein paar Stunden davor. Aber es war halt, weil es niemand bekannt war, mein Autismus, mein ADHS und so weiter, war es halt einfach extremer psychischer Stress. Und um überhaupt zu schaffen, zur Schule zu fahren, ging es dann gar nicht mehr, irgendwann gar nicht mehr anders, als mich selbst zu medikamentieren mit Koffein, was halt bei ADHSlern das nötige Dopamin erzeugt. Also um Wachheit geht es mir überhaupt nicht. Es interessiert mich auch nicht. Mir geht es halt wirklich nur um Dopamin, dass ich halt irgendwie funktionsfähig bin in irgendeiner Weise.
Und deswegen, seitdem bin ich seit 15 Jahren jetzt circa süchtig danach, mal weniger, mal mehr. Ich hatte jetzt zwischenzeitlich auch wieder 1 bis 2 Monate gar kein Koffein und so weiter. Aber das verhindert halt auch, dass man in die Ruhe kommt. Und wenn ich dann halt sehr viel Koffein mit so viel Training und anderen Aktivitäten, also Arbeit, Gassi gehen, Alltag, Erlegung kombiniere, kommt dann halt eine 70, 80-Stunden-Woche zusammen. Und ja, das führt dann dazu. Und jetzt habe ich ganz viel geredet, was ich jetzt eigentlich, also eigentlich geht es mehr darum, was ich halt jetzt dran ändere. Das ist halt Koffein minimieren. Das versuche ich aber sowieso schon seit 100 Millionen Jahren. Training werde ich halt erstmal nicht minimieren, muss ich ehrlich gestehen. Vielleicht ein bisschen. Aber ich versuche es eventuell nächstes Jahr, also das Jahr geht ja nicht mal lange, einen Monat, paar Tage, nächstes Jahr zu ändern, wenn ich halt so noch ein paar Mal trainiert habe, ein bisschen stärker vielleicht noch geworden bin. Ich denke, dass ich dann auch schnellere Fortschritte mache, wenn ich ein bisschen weniger trainiere. Aber ich muss auch sagen, eine interessante Methode, die bei mir in der Vergangenheit funktioniert hat, ist Balken. Hört sich natürlich erstmal kontraintuitiv an, weil Gewichtszunahme und so weiter, aber das hat ja mit hohem Stresslevel zu tun, nicht durch hohe Kalorien. Und wenn ich balke, einerseits durch Essen entspanne ich und komme in die Ruhe und zwingt mich auch zur Ruhe, weil der Körper in Regeneration oft geht. Und dadurch nehme ich, also ich habe mich halt lange gefragt seit Jahren, warum ich abnehme, wenn ich mehr esse. Und es liegt halt wirklich daran, weil ich dann zur Ruhe komme. Da funktioniert zum Beispiel auch Bier, weil mich das auch total entspannt. Und ich glaube, ich integriere jetzt mal wieder alle paar Tage so ein Bier am Tag. Das macht zum Beispiel der World's Strongest Man, Mitchell Hooper. Sagt halt auch, dass das für Regeneration ganz gut ist und halt aus dem Stresshormon-Zeug rauszukommen. Und ich glaube, als Top-Athlet kann das halt sogar förderlich sein. Also das wäre eine Methode. Oder halt Balken, das hat bei mir sehr gut funktioniert in der Vergangenheit. Also einerseits, wie ich schon gerade den Punkt erwähnt hatte, mit der Regeneration und zur Ruhe kommen. Aber der Körper kommt auch so dann viel besser mit diesem hohen Trainingslevel zurecht, habe ich halt gemerkt. Und gleichzeitig fordert er mich auch auf, so ein hohes Trainingslevel beizubehalten, um die Kalorien auch wirklich zu nutzen. Also ich spreche davon, da halt schon von 10.000 bis 14.000 Kalorien, die ich über Wochen dann gehalten hatte. Und das war gar kein Problem für mich, so von nur vom Managen ein bisschen, das war ein bisschen ein Problem. Deswegen, aber ich will halt eine Methode finden, um nicht weniger trainieren zu müssen. Genau, Bulk wäre da eine Geschichte. Und die andere Sache ist, beim Bulking, Essen erzeugt ja auch in einer gewissen Art und Weise oder eine gewisse Menge Dopamin und Noradrenalin, was für Neurodivergenz essentiell ist. Und da habe ich kein Bedürfnis mehr nach Koffein, wenn ich dann einfach viele Mahlzeiten am Tag habe. Ja, es ist natürlich was ganz anderes als Rohkost, wo es sonst immer drum ging, aber ich bin einfach nicht der Typ, der irgendwie einen Hyperfokus in seinem Leben hat und das war's. Das finde ich immer so komisch von Menschen, die sind dann irgendwie auf eine Sache festgefahren und das ist dann der Lebensinhalt und das war's. Ich habe da irgendwie immer tausend verschiedene Themen, mal das, mal Sachen, die sich komplett kontrahieren, oberflächlich gesehen. Weiß nicht, es wäre uns alles zu einseitig irgendwie. Ich mag halt auch die Gegenteile und Extreme. Also für mich sind es halt gar keine Extreme, aber für normale Menschen, ich würde das so bezeichnen. Egal, nicht abschweifen. Genau, das hat bisher gut funktioniert. Deswegen treibt es mich eigentlich in Richtung Balken gar nicht, weil ich Essen irgendwie geil finde, tue ich eigentlich gar nicht. Und, aber es funktioniert für mich besser, so viel zu trainieren, wie ich trainieren will. Die andere Methode ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Also ich habe halt auch gemerkt, wenn ich viel aktiv bin, da kommen wir wieder eigentlich zum ursprünglichen Thema meines Kanals, dann ja und auch auf ein bisschen weniger esse oder sagen wir mal disziplinierter, kontrollierter, dann habe ich
mehr Energie am Tag einfach und kann die dann auch einsetzen. Aber wenn mein Energielevel low ist, dann komme ich in so einen Teufelskreis, wenn ich dann auch noch viel trainiere mit diesem Low-Energielevel. Also ist dann auch schwierig, sich für eine Sache zu entscheiden, sage ich mal so. Aber momentan habe ich einfach noch kein, also ja, ich kombiniere das schon. Jetzt habe ich einen Brainfuck, ist, weil ich kann das halt jetzt gar nicht, was in meinem Gehirn abgeht, kann ich jetzt nicht einer normalen oder relativ, also auch einer nicht normalen Audience jetzt gar nicht so erklären, ohne dass es missverständlich werden wird, weil einfach das Hintergrundwissen fehlt, was ich für Erfahrungen gemacht habe und was ich ja für mich herausgefunden habe und so weiter. Also es ist alles sehr komplex und vielseitig und es ist nicht immer so einfach so, wenig, es macht das und das, viel, es macht das und das und das war's. Auf einer gewissen Ebene ist beides sogar das Gleiche, aber das wäre jetzt zu weit führend. Ja, auf jeden Fall muss ich was verändern, das ist halt klar, damit das nicht sich weiter manifestiert mit diesem Cushing-Syndrom. Weniger Koffein, mehr essen oder halt mehr auf eine gesunde Art und Weise aktiv sein, was zum Beispiel auch Cardio bedeuten kann, weil es einfach das Energielevel erhöht und die Regeneration verbessert. Und dann muss ich nicht immer müde anfangen zu trainieren, sage ich mal so, weil es einfach wirklich die Regeneration verbessert und ich dann schneller wieder ins Training kann und somit letztendlich mein Training nicht minimieren muss. Also diese Arten suche ich, um halt mein Trainingslevel aufrechtzuerhalten, was halt, ich will es eigentlich noch weiter erhöhen. Also am liebsten würde ich halt wirklich jeden Tag 8 Stunden trainieren, was natürlich komplett verrückt wirkt. Besonders wenn man Nervensystem trainiert, was eigentlich nach einem Satz maximal der Typ schon komplett ausgebrannt ist und das war's. Aber danach kann ich trotzdem noch die Muskeln trainieren, wenn das Nervensystem ausgebrannt ist. Ich kann trotzdem noch statt Intensity dann auf Volume gehen und so weiter und so fort. Variieren, meditieren ist auch ein Punkt, also es ist sehr komplex. Und ich akzeptiere einfach nicht, dass ich mein Progress und meine Ziele jetzt irgendwie verlangsamen soll aus gesundheitlichen Gründen, sondern ich suche an solchen Punkten dann einfach nur alternative Lösungen, die wirklich funktionieren. Und ja, da wollte ich kurz ein Video zu machen. Ciao.